Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Land 2. Ich weiß immer den Namen nicht. So, heute werden wir irgendwas Tolles machen wahrscheinlich. Wir gucken mal auf die... Okay, ein Scroll-Level aus dem Nichts. Ich weiß nicht genau, ob ich das will. Auf jeden Fall waren wir hier meines Wissens noch nicht, deswegen gehen wir einfach mal hin. Und ich habe die Vermutung, dass die Folge heute eine Ich-Mecker-vor-mich-hin-Folge wird, denn... Oh Leute... Richtig cool hier alles. Es ist zu heiß und alles. Es ist einfach alles, Leute. Es ist einfach alles. Ich hab wieder das Bassspiel für mich entdeckt. Deswegen habe ich jetzt wieder eine Blase am Finger. Obwohl ich dachte, das ist jetzt echt mal wieder gut, dass ich wieder genug Hornhaut habe. Aber nope, ich habe heute auch wieder Bass gespielt. Und dann habe ich mir einfach noch eine Blase geholt. Jetzt habe ich dieselbe Blase am selben Finger drei fucking Male hintereinander in einer Woche. Das ist nicht cool, Leute. Das ist nicht cool. Und deswegen spiele ich jetzt bestimmt auch richtig schlecht und was weiß ich. Ja, aber das ist das Erste. Auf jeden Fall, Bassspiel macht richtig Spaß. Freue ich mich voll, aber geht auch wieder Zeit drauf, die ich eigentlich nicht habe. Und was sonst? Ja, es ist zu warm. Leute, wieso macht der Sommer das? Wieso ist der so blöd und sagt sich, ja, also es war jetzt mal heiß, dann mache ich jetzt wieder schön kühl, so angenehm kühl. Aber jetzt komme ich am Ende nochmal für 4 Tage wieder. Haha, und das ist richtig blöd für dich, weil du magst Wärme nicht. Genauso, okay, das war ein sehr unnötiges Level. Ich habe es nicht verstanden. Warum ist es da? Aber wir haben es gemacht. Gut, dann versuchen wir mal irgendwie in eine Welt reinzukommen. Hier ist eine Gruselwelt. Da oben ist noch ein Punkt, bei dem wir noch nie waren. Ich finde cool, dass wir den Mond einfach bevölkert haben mit unserem X. Die X markiert die Stelle. Oh, ich glaube hier, da rechts könnte eventuell das Schweinchen leben. Aber wir machen das natürlich nach der Reihenfolge und gehen in die Gruselwelt. Und der Drago Basler meinte schon, dass in dieser Gruselwelt anscheinend 2 Secret Level es geben soll tun. Die Gruselwelt, Leute, die Gruselwelt. Die brauchen wir nicht. Also er hat gesagt, es gibt in jeder Welt anscheinend ein... irgendwie kenne ich das hier. Woher kenne ich das? Wieso kenne ich das? Man weiß es nicht. Anscheinend erinnere ich mich hier dran. Aber oh, wo kommt der Stern her? Man weiß es nicht. Er meinte, in jeder Welt gibt es auf jeden Fall ein Secret. Nur in der Mario-Welt nicht. Oder so? Warte, was hat er genau gesagt? Überall gibt es einen, mit Ausnahme der Mario-Welt, genau. Dafür gibt es aber in dieser Gruselwelt hier anscheinend 2 Secrets. Das ist gut zu wissen und ich werde jetzt einfach mal drauf achten, ob ich irgendwie ein Secret finde. Und er meinte, ich war auch schon mal irgendwie ganz, ganz nah bei einem Secret dran, in einer Welt. Und dass man dafür anscheinend bestimmte Power-Ups braucht. Das kann sehr gut sein. Guck mal, das hier könnte doch ein Secret sein. Oben, unten? Jetzt, und deswegen möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr gucken, was ich hier so machen muss. Waren wir in der Gruselwelt schon? Oh mein Gott, was bist du denn für ein kleiner Vampir? Das ist ja witzig. Gibt's da einfach Vampire? Guck mal, da oben sieht das aber doch für mich so aus, als wenn es da noch irgendwie hingehen könnte. Gibt es denn irgendein Item, das einen hochschleudert? Oder ist hier vielleicht irgendwo ein Block? Nö, aber da oben geht's bestimmt auch irgendwie lang. Naja, wir nehmen mal die Glocke mit und gucken, was passiert. Er meinte halt, man muss auch eigentlich nicht so viel suchen, um dieses Secret zu finden. Aber ich habe bisher halt noch nie eins gesehen. Ja, um nochmal auf das Thema mit der Hitze zurückzukommen. Ist das bei euch auch so, dass wenn es zu heiß ist, ich sag mal so ab 27 Grad ist es mir zu heiß. Vielleicht sogar schon ab 26, was sind das für komische Viecher? Kann ich hier raufspringen? Ja. Okay, aber die tun dann wahrscheinlich weh. Wow, was ist das für ein Pilz? Wenn man einfach von oben auf die rauf geht. Wenn man von unten an die rangeht. Ja, ist das bei euch auch so, dass ihr da einfach gar keinen Bock habt und einfach eine Katze macht? Also einfach den ganzen Tag schlaft? Ich geh einfach mal unter den durch, das wird schon passen. Bei mir ist das so. Ich werde dann zur Katze. Eigentlich ist das ja so, dass der Mensch, was weiß ich, 8 Stunden schläft, die meisten wahrscheinlich nur 6 Stunden, und dann 16 Stunden wach ist. Aber bei der Katze ist das ja genau umgedreht. Oh, hier ist sogar eine Röhre, Leute. Nein! Oh nein, Fisch, bitte fress mich nicht! Okay, ich bin safe. Du kriegst mich nie! Komm mal, hier kommen wir ja wohl irgendwo raus. Das ist ein Hinterhalt hier. Komm mal, bitte geh da raus. Ja, also Katzen schlafen ja irgendwie 16 Stunden und sind dann 8 Stunden wach. Genau dann wahrscheinlich, wenn die Menschen schlafen, dann sind die Katzen immer wach und wollen dann aus dem Zimmer raus. So war das bei mir zumindest immer. Oh, hier drin kann man stehen. Sehr interessant. Ist das ein Secret, Leute? Ist das dieses sogenannte Sekret, das wir hier gefunden haben? Da ist ein Geist. Ob der uns hilft? Nein, oh bitte, fall dich runter. Hier ist einfach gar nichts. Muss ich mit dem Geist irgendwas machen? Hallo, kleiner Geist? Willst du mich irgendwo hinbringen oder mich einfach nur verletzen? Das kannst du mir nicht erzählen. Hier ist doch bestimmt irgendein Sekret. Okay. Ein Judo-Zyklop. Kann man machen.
Muss man aber nicht. Hallo, du Judo-Zyklop. Kann man dich töten? Ich will's ausprobieren. Ja, Rache. Rache für Mario. Ach, Mann. Ja, aber ich bin auf jeden Fall so. Deswegen, ich bin jetzt wahrscheinlich auch wieder so komisch drauf, weil es zu heiß ist. Ich meine, ich habe sogar eine Klimaanlage in meinem Zimmer und ich mache die auch an. Aber die macht dann das vielleicht von 32 Grad, die es heute hatte, das Zimmer auf 28 Grad. Und das ist mir immer noch zu heiß. Ich wohne ja in so einem Dachschrägen-Dings und ich habe das bestimmt schon 8 Milliarden Mal erzählt, aber es ist halt immer wieder scheiße, wenn es warm ist. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Hallo, kleiner Geist. Es gibt hier sogar Buhus. Das ist sehr interessant. Dann landen wir bestimmt auch gleich noch in der Gruselvilla. Ich habe die Befürchtung, dass der Part heute... Alter, das ist ja richtig... Oh, da ist noch ein Lebensupgrade, das nehme ich mit. Wir verlieren garantiert unseren Pilz jetzt deswegen. Ja, weil ich nicht mehr an den Typen hier vorbeikomme. Oder kann ich hier irgendwie geil austricksen? Kommt mal hier rüber. Ja, noch ein bisschen. Ja, kommt mal her. Ja, immer schön weiter runter. So, ausgetrickst. Vielleicht. Ich gehe jetzt rechts lang. Aha. Ich habe die Befürchtung, diese Folge wird länger als die anderen. Dafür gibt es ja auch zwei Secrets. Hallo, kannst du da bitte einfach reingehen? In der Gruselwelt. Aber ja, so bin ich drauf, Leute. Und wie seid ihr so drauf? Okay. Cool, wir kriegen eine Blume. Da ist noch was. Oh, jetzt haben wir uns für den falschen Weg entschieden. Obwohl, eine Blume ist ja auch ganz gut. Wir könnten auch die Karotte mitnehmen, aber ich lasse es einfach mal. Aber da oben ist doch bestimmt auch schon wieder irgendwas. Oh, ein Stern. Ja, da ist noch so ein komischer Judo-Typ. Hallo, ich mach dich kaputt. Sind hier vielleicht noch mehr Leute, ja? Man weiß immer nicht, wo die Secrets sind. Da unten scheint auch irgendwas zu sein. Wenn wir noch irgendwas töten können... Come on, ja, dann kriegen wir ein Lebensupgrade. Geil. Das ist die Frage, ob hier vielleicht noch irgendwas ist oder nicht. Vielleicht hier unten? Sieht das nach einem Sekret aus? Ist das hier dieses sogenannte Sekret? Ich würde halt gerne mal ein Sekret wenigstens sehen. Ja, jetzt nicht sterben hier. Kann man unter Wasser laufen? Nö. Wieso ist das Teil jetzt runtergefallen? Man weiß es nicht. Blau, blau, blau. Wegen dem Fisch? Das sieht mir sehr nach einem Sekret aus. Und hier muss man dann als großer Mario sein, damit man hier durchgehen kann, weil sonst kann man die nicht kaputt machen. Okay, erstes Sekret von zwei gefunden in der großen Welt. Jetzt bin ich gespannt. Lohnt sich das? Was ist denn so? Da ist dann sogar so ein Stern überm Ziel. Ah. Jetzt kommen wir wahrscheinlich woanders raus. Ja. Ach, so ist das. Okay, gucken wir uns das Sekret an. Ach, und oben links bei dem Pumpkin ist dann vermutlich das zweite Sekret. Also da wird man dann rauskommen beim zweiten. Okay, das war sehr schlecht. Scheiße. Bin ich jetzt tot? Nee. Oh, ich habe alles gefailt. Oh, ich hätte so viel Money hier haben können und jetzt muss ich den Loser-Weg gehen. Das ist natürlich... Und dich... Ach, man kann auch ganz unten lang gehen. Na toll. Das ist ja richtig eklig. Hier gibt es doch bestimmt auch noch einen zweiten Ausgang, oder? Kann man denn nur einmal machen? Warte, ja. Ach, ich muss jetzt hier nochmal... Oh, ich muss das ganze Level nochmal machen. Okay. Und wenn ich jetzt aber nochmal in den Sekret gehe, dann würde ich dann nochmal reinkommen. Okay, sind die einfach nur dafür da, dass man dann Geld bekommt? Oder wie sieht das aus? So, dann gehen wir diesmal den anderen Weg. Oh, komm, ein noch. Ja, wenigstens ein HP ab. So, Goal. Aber warte. Nein. Kommt man da noch irgendwie hoch? Wahrscheinlich mit den Dingern zusammen, oder? Komm. Nein, ja. Ich hab's geschafft. Okay. Zweimal getroffen worden, aber dafür die Glocke aktiviert. Ich weiß nicht mehr, was die bringt, aber immerhin. Man muss die aber auch nicht treffen, oder? Die Glocke? Keine Ahnung, Leute. Aber wir holen uns hier jetzt nochmal ganz schnell ein Power-Up. Was kriegen wir? Wir kriegen einen Pilz, wie es aussieht. Na gut. Besser als nix. Nimm ihn mit. Hier gibt's dann wahrscheinlich das zweite Sekret. Aber ich will es ehrlich gesagt gar nicht finden, wenn ich... Ja, ehrlich bin. Lol, das ist einfach ein Lol, okay. Das ist kein richtiger Buhu, es ist einfach so ein Gumba-Geist. Das macht aber auch Sinn, würde ich mal vermuten. Wenn auch die Gumbas hier sterben und nicht nur Buhus. Was sind denn Buhus überhaupt? Hatten die früher mal ein Leben? Man weiß es halt alles nicht. Gehen wir hier oben lang. Bestimmt ein guter Weg. Kriegt mir das irgendwas? Da ist ein richtiger Buhu. Es gibt ja diese Theorie, dass einfach Mario selber so ein Buhu ist. Oder zu so ein Buhu geworden ist. Aber... Verifizieren würde ich das jetzt nicht. Hui. Und nochmal hui. Und ein drittes Mal hui. Oh, ein viertes Mal geht auch noch. Oh, hi. wieso ist da so ein Gumba-Geist? Alle eins und alle zwei. Und beim vierten müssen wir aufpassen. Drei, vier. Okay. Wir können natürlich auch einfach rüberfliegen. Ich vermute, irgendwo da unten wird das Bonus... Ich bin doch nur ein kleiner Hase. Wird das Secret-Level sein? Oder auch hier? Hallo? Bist du auch ein Secret? Oh, das sieht aber... Oh. Das sieht für mich auch sehr sekretig aus. Nein, da kommt man nur als kleiner Mario rein. Und dann kriegt man eine...
Eine Blume, aber man kann noch weitergehen. Also ich denke mal, da unten ist dann das Sekret. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht klein werden, nur für das Sekret. Gibt's diese Blöcke eigentlich auch in neuen Marios? Ich glaube, in Mario Maker habe ich die nämlich zum Beispiel nicht gesehen. Obwohl, oder? Irgendwie eine Abwandlung davon? Es gibt halt diese On-Off-Blöcke, aber solche, die verschwinden, glaube ich nicht, oder? Hier ist auch ein Sekret-Level. What? Wo ist denn das normale Ende? Mega verwirrt, Leute. Aber das gucken wir uns auch an. Und wir haben, glaube ich, sogar das richtige Power-Up. Oder auch nicht. Brauchen wir die? Okay. Ich vermute mal, wir brauchen dann diese Feuerblume, um hier weiterzukommen. Ich meine, das sind ja diese nicht feuerresistenten Blöcke. Und ich habe auf ganzer Linie versagt. Sehr schön. Jetzt darf ich das ganze Level nochmal machen für einfach gar nichts. Cool. Ah, ich bin so komisch hochgeflogen. Guck mal, da ist sogar noch so ein Pfeil. Hier ist noch so ein Pfeil und der soll mir, glaube ich, anzeigen, dass oben das Secret Exit ist. Okay, komm mal her jetzt. Den habe ich eben aus Versehen gefunden. Okay, witzig. Okay, cool. Da war mal alles Ziel. Oh, so mal ein Power-Up. Und dann sind wir schon in der finalen Pumpkin Zone. So, das muss ja jetzt hier krasses Spukhaus sein. Also bisher. Wow, was ist das für ein Viech? Das sieht ja super gruselig aus. Okay, komische Kessel gibt's hier. Auf die kann man sogar draufstehen. Okay, coole Sache. Also vom Design her finde ich dieses Mario wirklich richtig cool. Ich weiß nicht, ob das auch in Schwarz-Weiß so rüberkommt oder ob die jetzt einfach in der DX-Version das so gemacht haben. Aber ich vermute mal, in der Schwarz-Weiß-Version, also in der originalen Version, haben die auch so coole Sachen hier, oder? So Fenster und sowas sollten da auch drin sein. Also vom Design her finde ich das wirklich cool. Weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ist das schon ein bisschen zu retro. Kann ja auch sein. Aber mir gefällt das, somehow. So. Aber ehrlich gesagt, ich dachte früher, dass ich das auch in Farbe gespielt habe. Vielleicht gab es ein Remake irgendwann für den Game Boy Color. Kann das sein? Weil ich habe es natürlich auf dem Game Boy Color gespielt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auf dem Game Boy Color irgendein Spiel gespielt haben soll, das nur schwarz-weiß war. Obwohl, das alte Pokémon und sowas, das war auch nur zwei Farben, oder? Ich weiß es halt gar nicht. Game Boy Color ist auch schon ewig her irgendwie. Bis ich ihn dann irgendwann im Sandkasten verloren habe. Das war ein sehr trauriger Tag. Pui. Und es hat ihn natürlich keiner abgegeben. Da war extra ein Hort neben. Oh nein. Oh, voll erschrocken, Alter. Ging einfach Alexa an. Ja, und es hat ihn leider keiner abgegeben. What the hell? Heißt, ich habe keinen Game Boy Color mehr. Ich hatte so einen coolen... Hier kann man halt gar nicht rein. Ich hatte so einen lila durchsichtigen Game Boy Color. Der war sehr cool, Leute. Okay, hier kann man raus. Oh, ich dachte schon, ich bin hier jetzt auch eingesperrt. So ein Softlock wäre schon ganz schön assig. So, noch ein bisschen Money mitnehmen, why not? Und ich glaube, wir sind jetzt sehr gut vorbereitet für den Boss, der auch gleich hier sein sollte, ja. Müsste eine Hexe sein oder so, oder? Oder ein Suppenteufel. Na, was bist du? Eine Hexe. Aua, du blöde Hexe. Ich mache dich fertig. Los, zeig dich. Oh, sie hat mich einfach getroffen. Was? Wie denn? What the hell? Okay, was trifft mich da? Ist ihr Zauberstab so groß? Okay, second try. Aber wie hat die mich denn jetzt zweimal gehittet? Das verstehe ich nicht. Darf ich vielleicht nicht auf den Teilen hier draufstehen, auf den Töpfen? Oder was ist los? Okay, sie macht die heiß und man kann wahrscheinlich auch auf den Töpfen einfach draufstehen. Kann ich die nicht auch irgendwie wehtun mit meinem eigenen Feuer? Feuer-Attack! Oh ja, doch, geht. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob wir die mit dem Feuer auch nur dreimal treffen müssen, damit sie stirbt. Ja, aber dann macht sie ja gar nichts. Die macht einfach nur die Dinger hoch? Was ist das denn für ein... Okay, wir müssen sie aber häufiger treffen. Was ist das denn für ein komischer Boss? Sei doch leise. Ich habe Kamek schon 1000 Mal besiegt, also kriege ich dich auch tot. Das wird dann wahrscheinlich nicht Kamek sein. Kamek sieht auch netter aus, muss ich sagen. Also komisch designte Bosse hier auf jeden Fall. Und mit der Feuerblume braucht man 5 Hits. Juhu. Na dann. So, müsste auch wieder in der richtigen Reihenfolge sein. Das hat der Drago Bastard übrigens auch gesagt, dass ich in der richtigen Reihenfolge einfach gehe und deswegen, also quasi im Uhrzeigersinn gehe. Und deswegen werden die da auch alle richtig eingeordnet. Cool, das war die Pumpkin Zone. Die war ein bisschen länger als die anderen Zones. Und wir haben aber auch beide Secrets gefunden. Also wenn man drauf achtet, dann findet man die auf jeden Fall auch.
Cool, dann haben wir noch zwei Bosse plus Wario, denke ich mal. Und ich vermute, in dieser Welt hier, in dieser Spielzeugwelt, die da rechts ist, werden die kleinen Schweinchen sein. Und hier haben wir noch eine Wasserwelt. Okay, cool. Dann werden hier garantiert die Schweinchen sein. Cool, also die machen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.